Jokers sind für mich nicht nur irgendein blauer Haufen Freunde, sondern eine Familie. Eine Familie, die mich akzeptiert, schätzt und mag, so wie ich bin. Ich weiß, dass ich immer zu ihnen kommen kann, um zu reden. Mit diesen Schlümpfen wird mir nie langweilig. Mit dieser wundervollen Familie kann ich stundenlang labern, lachen und ich weiß auch, dass ich zu ihnen kommen kann, um zu weinen. Durch Hochs und Tiefs gehen, Niederlagen einstecken und Erfolge feiern. Das bedeuten die Ovid Jokers für mich. Ich hab euch lieb, ihr blauen Schlümpfe. Also ich bin jetzt so, würde ich sagen, ich glaube knapp 8 Monate oder so hier im Club. Und in der Zeit habe ich echt viele tolle Erinnerungen mit allen hier gesammelt. Und dieser Club ist einfach sowas wie eine zweite Familie für mich geworden. Und ich liebe die CTs. Ich liebe es, mit den Menschen hier zu reden und die Dressur zu leiten. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann mir momentan zumindest einfach kein Leben ohne diesen Club und ohne die Menschen vorstellen. Also, ich hab euch alle lieb. Ja, eure Lasagne? Also wäre ich auf diesen Club nicht gestoßen, wüsste ich gar nicht, was ich mit meiner Zeit so anstellen würde, weil ich habe keine Hobbys wegen Corona und so. Und der Club verbessert mir meinen Tag und zaubert mir ein Lächeln auf mein Gesicht, weil ich irgendwie immer irgendwann Lachflash bekomme oder so. Durch diesen Club habe ich sehr viele neue Freunde gewonnen, mit denen ich auch außerhalb der CTs was mache. Ja, die Yorick Jokers sind so gesagt meine zweite Familie, die mir auch immer zur Seite stehen. Und sie sind so unglaublich toll, nett, hilfsbereit, Herz aus Gold, lustig, sympathisch und so weiter. Sie haben echt einen riesen Platz bei mir im Herzen und dazu wollte ich Danke. Also am Club mag ich sehr gerne, dass halt alle so freundlich sind, dass wir so einen guten Zusammenhalt haben und dass wir immer über alles lachen können. So wenn ich so in der Schule sitze und dann so denke so, boah, gar keine Lust mehr. Und dann denke ich halt immer so, ja, heute Abend hast du wieder Clubtreffen. Und dann freue ich mich halt darauf und das ist dann halt immer so das Licht des Tages für mich. Der Club bedeutet für mich, dass man immer jemanden hat, mit dem man reden kann oder der einem helfen kann. Man erlebt viele tolle Momente gemeinsam und ich bin sehr froh, dass ich in diesem tollen Club bin. Yorick Jokers bedeuten mir sehr, sehr viel. Ich bin hier reingekommen und habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Und einfach von Tag zu Tag wurden mir die Leute immer wichtiger und ich habe auch neue, tolle Freunde hier gefunden. Und jedes Clubtreffen ist was ganz Besonderes. Es hebt mich einfach total von meinem Alltag ab. Und ich bin so glücklich, hier sein zu dürfen. Und ich schätze das wirklich sehr. Und ich möchte mich auch bei jedem bedanken, dass ihr mich so toll aufgenommen habt. Und ja, ich habe mich ganz doll lieb.
Hey, Jovic Jokers, ich möchte mich einfach für all die wunderschönen Momente danken. Ihr seid für mich wie eine zweite Familie. Mit euch habe ich immer Spaß und ich kann euch vertrauen. Dafür möchte ich mich bedanken. Für mich persönlich ist dieser Club meine zweite Familie und ich bin so dankbar dafür, dass ich so tolle Menschen kennenlernen durfte und eine so krasse Freundschaft untereinander entstanden ist. Wir unterstützen uns gegenseitig und halten einfach zusammen und dafür liebe ich diesen Club. Wo soll ich nur anfangen? Mir hat noch nie ein Club so viel bedeutet wie die Jovic Jokers. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie bei den Jovic Jokers. Wir haben Höhen und Tiefen gehabt und haben dennoch als Familie zusammengehalten. Auch wenn die tiefen Phasen schlimm waren, hat es uns nur noch mehr zusammengeschweißt. Ich wüsste nicht, wo wir wären, hätten wir die tiefen Phasen nicht. Jedes einzelne Mitglied, egal ob neu oder nicht, wird immer im Herzen ein Teil von uns bleiben. Wir lachen viel, ja auch unsere Clubtreffen sind chaotisch. Aber das macht es aus, es muss nicht immer perfekt sein. Wir wollen Spaß haben. Ich liebe die Jovic Jokers. Ohne den Jovic Jokers wüsste ich nicht, was ich in SSO machen würde. Ich habe immer noch keine Ahnung, aber ich habe halt am Anfang damals den Club eher aus Spaß gegründet, ohne wirklich zu wissen, was so auf mich zukam. Und ich muss halt wirklich sagen, ich finde es irgendwie krass, wie viele tolle Leute ich auf einmal kennengelernt habe. Und keine Ahnung, einfach dieses Gefühl, immer jemanden hinter einem zu haben oder beziehungsweise auch immer mit jemandem reden zu können, ist einfach so, so krass in dieser Gruppe für mich. Und deswegen danke ich jedem Einzelnen dafür. Und natürlich gab es auch irgendwie Tiefpunkte, aber ich finde gerade bei sowas hat man auch gemerkt, dass wir irgendwie zusammen diese Phase gemeistert haben und wer dann letztlich stärker geblieben ist als andere, keine Ahnung. Und das Jahr verging einfach krass schnell für mich und es war aber eins der schönsten Jahre meines Lebens und dafür bin ich einfach jedem Einzelnen in dieser Gruppe so krass dankbar und sie sind quasi wie eine zweite Familie für mich geworden und deswegen hoffe ich auf ganz viele weitere Jahre.